Jeden Tag fahren über 70.000 Fahrzeuge über die deutschen Autobahnen. Täglich werden es mehr. In fast jedem Auto gibt es mindestens 4 freie Plätze. Was wäre, wenn wir einfach mitfahren würden, anstatt selber in unser eigenes Auto zu steigen? Ist es möglich, so von hier bis nach Afrika zu kommen, ohne zusätzlichen CO2-Ausstoß zu verursachen und vor allem komplett kostenlos? Ja, jetzt hat einfach gerade ein Busfahrer mitgenommen, der macht gerade eine Leerfahrt und ja, wir dürfen hier mitfahren. Ja. Aber nicht ganz bis Afrika. Wir haben uns einfach an einer Raststätte gestellt und die Leute gefragt. Irgendwie musste es möglich sein, Afrika zu erreichen. Wir warten schon, wie lange? Vielleicht so 2 Stunden. Und ich kann immer noch spielen. Locker 2. Noch schien es so unendlich weit und wir hatten nur 6 Tage Zeit. Manchmal dauert es Stunden, bis einen jemand mitnimmt, meistens aber nur wenige Minuten. Manchmal wird man nur eine kurze Etappe mitgenommen, manchmal direkt mehrere 100 Kilometer. Auch das macht jede Mitfahrgelegenheit zu einem Erfolgserlebnis. In jedem Auto wartet ein neues Abenteuer. Es war gerade eben einfach ein Leichenwagen. Keine Ahnung, ob da noch eine Leiche drin war. Ja, keiner weiß, der kommt so um 10 Uhr abends und dann nimmt er uns mit. Echt, ich glaube, das ist der Einzige, der nachts Tramper mitnimmt. So ein Leichenwagenfahrer. Unser erster Schlafplatz war kurz vor Lyon, neben einer kleinen Mautstation. Fast 600 Kilometer hatten wir am ersten Tag geschafft. Wir wurden jetzt mitten auf der Autobahn rausgelassen und sollen jetzt über die Autobahn wieder zur Mautstation laufen. Mal sehen, ob es gut geht. There you go, faster than a cannonball. You made it to the show right before the curtain call. Hey, hey, it's me again. Nein, die wurden gerade verjagt, aber wir können hier auch nicht weg von der Autobahn. Also, keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Ich hab wirklich die Polizei. Ja, die Polizisten haben gerade gemeint, dass wir nicht auf der Autobahn bremsen dürfen. Wir haben gedacht, dass es an der Mautstation okay ist. Aber ja, jetzt müssen wir uns einen anderen Platz suchen. Ja, das haben auch alle gemeint, dass es in Frankreich normal wäre, an der Mautstation zu bremsen. Aber gut. An diesem Abend waren wir an einer extrem kleinen Raststätte angekommen. Es war nicht nur dunkel und sehr schlechtes Wetter, in 2 Stunden kamen nur 2 Autos vorbei. Wir hatten fast alle Hoffnung aufgegeben, als das Wunder passiert ist. Ich habe gerade einen getroffen, der nimmt uns von Barcelona bis fast nach Gibraltar mit. So krass. Über 1000 Kilometer, richtig geil. So, die Sonne geht gerade auf, wir sind die ganze Nacht durchgefahren, aber wir sind gleich in Gibraltar. Richtig geil. So, nach 10 Stunden Fahrt sind wir gleich da. Vorletztes Auto. Ja, und dann geht's nach Afrika. Noch 100 Kilometer, dann sind wir da. Und noch 200. Schon vorher hatten wir gehört, dass man in Spanien sehr schlecht mitgenommen wird. Aber so kurz vor dem Ziel wollten wir nicht aufgeben. Hey, Junge, wir warten hier für 7 Stunden. Oder? Ja, safe 7 Stunden, Junge. Es geht gleich die Sonne unter. Wir haben jetzt einen, der fährt uns nach Gibraltar. Also ich hoffe, der parkt jetzt hinten, holt sich auch einen Burger. Oh. Hey, wir waren kurz davor aufzugeben, ganz im Ernst. Vor 3 Tagen hatten wir uns einfach in Deutschland an eine Raststätte gestellt. Jetzt waren wir 3000 Kilometer weiter und konnten es kaum fassen, unser Ziel schon sehen zu können. Da hinten, die Berge sind jetzt Afrika.
Wir haben es fast geschafft. Nur noch die Fähre, dann sind wir da. In Afrika trampen wir jetzt lieber nicht. Wir haben uns jetzt hier so eine Schrottkarre gemietet und fahren jetzt ein bisschen rum. Ja, Mann. Das Interessanteste waren die Menschen, die wir auf dieser Reise kennengelernt haben. Nicht nur in den Autos. In Tanga haben wir die Nacht bei einem Couchsurfer verbracht. Gerade diese Erlebnisse, die man oft nicht mit der Kamera festhalten kann, sind meistens die schönsten. Ja, das waren ja jetzt insgesamt eigentlich nur 6 Tage, aber es ist echt krass, wie unglaublich viel wir da jetzt mit dem Lukas zusammen erlebt haben. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, so eine Reise zu machen, wirklich selber zu machen, nicht nur das Video anzuschauen oder in meiner Radtour oder irgendwas anderes. Man muss nicht unbedingt trampen gehen, gerade alleine ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Ja, nächste Woche geht es dann hoffentlich weiter mit unserer Höhle, dann sehen wir uns im nächsten Video.